So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Ihr seht gleich das Muttertier. Dreh dich mal rum. Guck mal hier, auch da ist das Muttertier. Da ist der Jonas Schatz. Das ist der Jonas Schatz. Wieder mal Caption oben. So muss das sein, da wird man nicht loben. Pupsi ist nicht da. Ich bin heute aufgewacht, Pupsi war nicht da. Ich weiß nicht, ob sie jemals zurückkommen wird. Deswegen sind wir jetzt erstmal zum Kaufland gefahren. Auf der Suche nach der neuen Prime-Sorte, die Badlands Chucks schon getestet hat. Die wollen wir jetzt auch mal probieren. Und es ist ja ein Pokémon-Video. Moment, kurz Gedanken sammeln. Wir wollen einen Community-Raid machen. Denn heute ist auch Raid-Boss-Wechsel auf Registeel, auf Mega Stolos. Und ich werde so machen, ich werde von beiden ein Video machen. Ich weiß nicht, ob das jetzt Registeel oder Stolos ist. Ich werde gucken, was ab 11 als erstes aufgeht. Das poste ich in die Raid-Gruppe. Das werde ich dann machen und das werden wir raiden. Wetter ist Bombe. 3 Grad. Kurze Hose am Start, aber es fängt schon wieder an zu regnen. 3 Grad sind's. Ja gut, 3,5. Aber ich dachte, 3 klingt brutaler als 3,5, weil dann ist es ja wieder ein halbes Grad mehr. Dort ist auch ein Imbiss. Mal gucken, ob das Muttertier da was speisen will. Die kennt den nämlich noch gar nicht, den Imbiss. Wir gehen jetzt ins Kaufland und mal gucken, ob es Prime gibt. So, wir sind zurück. Wir waren erfolgreich. Das können wir euch jetzt zeigen. Es gab nämlich Popsalat, den guten alten Popsalat als Coleslaw im Angebot für 1,69. Mit der App sogar 1,29. Da freut sich der Bierschanger. Und wir haben Prime gefunden. 2 Stück habe ich mitgenommen. Eine für Pupsi, eine für mich. Die Mama will ja auch mal probieren. Kann sie von Pupsis Flasche dann. Die werden wir heute Abend noch testen. Und jetzt ab zum Mittag und nach einem Raid-Ausschau halten. So, Jonas sitzt drin. Ich habe kurz den Wagen weg. Da hat die Mama heimlich 2 Bratwürste geholt. So ist das, wenn ihr mal mit der Mutter unterwegs seid. Ne? Die nimmt immer nix. Ich nehme immer mit Senf und Ketchup. Danke, Mutter, dir. Jetzt auf zum Raid. Schmeckt's? Also ich habe schon reingebissen. Ich habe schon reingebissen. Schmeckt's? Ich habe reingebissen. Ne? Sag nichts über den Geschmack, aber sie hat reingebissen. Siehst du, Bratwurst Thüringen, jetzt aber zum Raid. So, wir haben gesagt, wir werden den ersten Raid, den wir sehen, machen, posten und filmen. Das war ein Mega Stolos. Ich befinde mich aber nicht bei Mega Stolos, ich befinde mich bei einem Registeel-Raid. Die Mama ist auch nicht mehr da, Jonas ist nicht mehr da. Was ist passiert? Ich möchte euch erstmal kurz hier zeigen, die Umgebung. Hier habt ihr nämlich eine super schöne Graffiti-Mauer, die geht hier überall lang, weil hier ist der Busbahnhof. Und hier direkt in der Mitte, das ist das Registeel. Das musst du dir angucken. Da möchte ich euch nämlich jetzt anbringen, in Anlehnung an das, was ich eben gefilmt habe und gerade nicht verwenden kann, könnte man denken, das ist das Registeel. Das werden wir jetzt zum Community Raid machen. Ich habe wieder mal den größten Fail des Jahres mir geleistet. Dazu dann aber morgen mehr im Video. Muss alles, was ich gerade gefilmt habe, irgendwie ein bisschen umplanen und jetzt hier das Registeel reinschneiden. Das ist zwar nicht das erste, was aufging, aber das ist jetzt die Notlösung. Deswegen danke Registeel, dass man sich auf dich verlassen kann. Du bist das Beste. So, ich habe euch jetzt erfolgreich am Registeel befestigt. In 5 Sekunden geht er auch auf. Ich schreibe hier drüben schon mal Go rein. Dann gehe ich hier wieder raus. Dann gehe ich hier drauf. Jetzt sehe ich gerade, Exkavator hat sich noch eingetragen. Das ist der Registeel-Raid an einer gelben Arena. 5 Leute habe ich zum Einladen. Exkavator muss ich noch extra machen. Jetzt machen wir erstmal die. Pokehunter, Erzengel, Michael, Genaya, Kaiser Kai, Creeper to go. Mit Samyang gehen wir auch mal rein in die Lobby. Wen können wir da einladen? Wer ist gerade online? Wir haben Flex, Exkavator, Bisa-Fan Enzo, Borki und Dandro. Dann gehen wir hier wieder raus, zeigen euch mal ganz kurz die Konda-Liste, die Konda-Übersicht. Den habe ich wieder im Community-Tab gepostet. Das Ding ist vom Typ Stahl. Ihr nehmt am besten also Boden, Feuer oder Kampf. Ne? Kann auch Shiny sein, ist ja die ganze Zeit schon. Boden, Feuer oder Kampf. Ich sage immer, Mahomai-Armee muss am Start sein. Die ist auf jeden Fall ein Muss. Feuer, weiß ich nicht. Was hat man denn für krasse Feuerangreifer, die so sinnvoll sind, die man überall hinterhergeworfen bekommt? Ich würde immer auf Kampf setzen, denn da, wo Feuer gut ist, ist manchmal auch Kampf gut. So wie jetzt bei dem oder auch bei Mega Stolos. Deswegen für mich Mahomai-Armee. Ich habe hier auch ein Groudon, eben weil es Typ Boden ist. Und dann 5 Mahomais hier drin, die
alle Kampf sind. Auf dem Samyang-Account haben wir Hariyama, Mahomai, Mahomai, Groudon, Terrakium und Hariyama. Terrakium ist ja auch dann ein guter Kampfangreifer, wenn er gar nicht so aussieht. Hariyama, weiß ich nicht. Habe ich gedacht, brauche ich nicht. Auf dem Habanero kann weg. Ich habe das ganze Ding natürlich hier wieder in die Raid-Gruppe gepostet. Das sah dann ungefähr so aus. Hier ist der Raid Futuristic Sculpture. Da haben sich die Leute hier eingetragen. Da wusste ich, wen ich einladen muss. Kann ich also wegmachen. Und wir konzentrieren uns jetzt auf das Registil. Dürfte kein neuer Pokédex-Eintrag für den Habanero sein. Ich glaube, die waren alle letztens mal in irgendeiner Forschung, wo du Steel, Rock und Eis bekommen hast. Nützlich für mich ist es jetzt auch nicht. Ich habe das immer in der Superliga genutzt auf dem Main-Account, aber da musste ich auch wieder eine Top-Lade-TM verwenden für die Attacken und so weiter. Ich spiele momentan absolut kein GBL. Bei dem Habanero macht das immer nur, wenn ein Kampftag ist oder so, man eine Top-Lade-TM bekommt, aber reichen auch immer 10 Kämpfe, da musst du nicht mal gewinnen. Deswegen. Also eigentlich brauche ich kein Registil. Jetzt weiß ich auch nicht, was ich raiden soll, wenn Mega Stolos drin ist. Unregistil. Vielleicht doch Registil raiden, um zu gucken, ob man halt in der Zeit, wo es da ist, mit den zwei täglichen Pässen das Shiny zu kriegen, damit man einfach sagen kann, ich habe ein Shiny. Ich habe mich gefreut, als Mega Klackrack drin war, Mega Despotar. Das waren immer so coole Dinge, wo ich gesagt habe, das mache ich. Jetzt ist ja Mega Scaraborn auch weg. Ich wollte nur Mega Scaraborn raiden. Selbst da habe ich meinen Plan umgeworfen und habe dann jeden Tag ein Kaputore und ein Mega Scaraborn gemacht, bis mir irgendwann bewusst war, dass ich so viel Mega-Energie habe, dass ich gar kein Mega Scaraborn mehr brauche und doch lieber Kabutoro zweimal am Tag geratet hätte, eben auf der Suche nach dem Shiny. Weil das ist ja ein Pokémon, was ich eigentlich cool finde. Vom Design her auch, wo ich das Shiny gerne im Beutel gehabt hätte, ging sich leider nicht aus. Ich habe zu viele Pässe an das Mega Scaraborn verschwendet. Jetzt gucken wir mal hier rein. Creeper to go ist aufgestiegen. Das ist okay, ist ja der Samyang. Da freut er sich bestimmt über die Punkte. Oder auch nicht. 13, 44, kein Shiny. Was hat der Habanero? Hat er mehr, hat er weniger, hat er das Shiny? 13, 65, das ist auf jeden Fall mehr. Hat aber auch einen anderen Hintergrund. Bei dem anderen sind da bestimmt drei rosane Bäume. Ach, rosa. Da sind halt drei so Kirschblütenbäume im Hintergrund. Hier sehe ich nur einen. So ein Flieder-Ding da. Warum? Obwohl das dasselbe Pokémon ist, an derselben Stelle, hat das bei zwei verschiedenen Accounts zwei verschiedene Hintergründe. Muss ich nicht verstehen, ich muss es jetzt nur fangen. Fangen müsste eigentlich relativ einfach sein. Das ist ein Pokémon, das geht jetzt nicht nach links, das geht nicht nach rechts, das greift halt ab und zu an, es springt mal kurz in die Luft vielleicht. Also wenn ihr da ein bisschen Geduld habt, müsst ihr das mit einfach fabelhaften Würfen und Kreis einstellen kein Problem sein. Ihr seht, der Kreis ist auch relativ groß. Trotzdem ist es einfach fabelhaft. Ja, jetzt soll ich sagen, so kann man jetzt die weiteren Würfe immer machen, aber er ist schon drin. Hä? Es ist sogar Pokédex-Eintrag? Warum ist das Pokédex-Eintrag? Ich dachte, ich hatte die schon alle. Habe ich gedacht, ich warte, bis sie in Raid sind? Ja, dann ist ja noch besser. Pokédex-Eintrag, ich bin so glücklich. Drei Sterne sogar. 13, 13, 12. Meiningen, 25. Vierter Zielschuss, beste. Und gibt's noch einen Glücksfreund? Nein, kein Glücksfreund. Habt ihr ein Registil-Raid gemacht? Habt ihr schon ein Shiny? Nutzt ihr das in der GBL? Was ist mit Mega Stolos passiert? Weil eigentlich müsstet ihr jetzt Mega Stolos sehen. Dazu aber morgen mehr. Aber das heißt, ich muss morgen am Freitag frühs irgendwie noch einen Mega Stolos auftreiben und euch dann zeigen, was mit dem Alten passiert ist. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, vorhaut, euer Ramses.